Dienstag, der 13. April. Was haben wir da? Wir haben am 13. ebenfalls noch diese Energie von Pluto und Mars, die dazu führen können, dass man sich, nicht Pluto und Mars, Pluto und Venus, pardon, dass man eben ein bisschen sehr bestimmend rüberkommen könnte und den Partner, die Partnerin so ein bisschen mit dem eigenen Willen überfordert oder übergeht, was natürlich nicht so förderlich ist. Da sollte man ein Stück, wie gesagt, toleranter sein, was ich auch gestern sagte, und ein bisschen entgegenkommt von beiden Seiten. Einen schönen guten Tag, lieber Widder. Wir sind bei Dienstag, dem 13. April 2021. Und wir wollen auch heute schauen, was wir für dich haben, was ja wichtig sein könnte für dich heute. Wir schauen mal. Der Magier, Manifestation, was du dir überlegt hast, das bedeutet ja aus der Fantasie in die Realität holen. Wir haben die Königin der Schwerter, das bedeutet Aufrichtigkeit, authentisch sein, sich darüber klar werden, was geht, was nicht geht, ob das so funktioniert oder nicht. Wir haben das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist unter anderem Jupiter, der eben auch dir gute Ideen zukommen lässt oder gute Möglichkeiten. Wir haben die Waage-Energie der Gerechtigkeit. Also da geht es darum, denke ich, dir darüber im Klaren zu sein, was machbar ist und was nicht. Und dann auch klar zu entscheiden, was du umsetzen kannst und was nicht. Da wägst du ab, ja, was heute möglich ist. Und da bist du sehr sachlich und ich denke mal straightforward. Du nimmst da kein Blatt vor den Mund, aber du versuchst das eben auf eine sehr positive, ich denke auch, faire Art und Weise rüberzubringen. Das kann verschiedene Sachen betreffen. Das ist nicht gesagt, ob das privat oder beruflich ist, aber du solltest zumindest deine Ideen an den Mann, an die Frau bringen können. Viel Erfolg und bis morgen. Schönen guten Tag, lieber Stier. Dienstag, 13. April 2021. Was ist außerhalb der Wochenlegung für dich heute drin oder wichtig? Was haben wir für dich? Wir haben die Königin der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Authentisch sein, ehrlich sein. Also erstmal mit sich selbst. Dann haben wir die drei der Münzen. Das ist Teamplay, das ist Miteinander. Also besprechen, deine Wahrheit vielleicht verkünden. Wir haben die fünf der Kelche auch, ich denke mal, Dinge ansprechen, die im Team nicht so gut klappen und da eh wirklich ehrlich sein. Dabei lässt du deine sensitive Ader zum Vorschein treten, dass du freundlich, höflich und nett bist, aber du hast im Hinterkopf, was da eben nicht so gut ist. Und du weißt das aber, ich sag mal, nett und freundlich rüberzubringen, sodass es dem Team, der Gruppe, mit der du das besprichst, auf jeden Fall nett rüberkommt. Also nicht jetzt krasse Kritik, sondern wie vielleicht auch ein Verbesserungsvorschlag, wie man was besser machen kann. Das kann privat sein oder beruflich. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sagen bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Zwilling. Wir sind bei Dienstag, dem 13. April 2021 und wollen schauen, was für die Zwillinge heute so noch drin ist oder was wichtig ist, worauf du achten solltest. Was haben wir da? Drei der Münzen, Teamplay, Miteinander. Ass der Kelche, auf dich selbst achten. Der Kelch ist ja immer auch, ja, dass du deine Gefühle mit berücksichtigst. Wir haben die vier der Münzen. Was ist dir wichtig? Worauf legst du großen Wert? Wo hängt dein Herz dran? Und sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich denke mal, dass du heute möglicherweise ein Thema ansprichst, was das Teamplay betrifft. Das kann privat sein, das kann beruflich sein, in Freundschaft, Familie, wie auch immer. Es geht darum, du äußerst dich, denke ich mal, oder zeigst, woran dir gelegen ist und dass es eben auf Augenhöhe passiert. Das ist wirklich etwas, was dir am Herzen liegt. Es kann natürlich auch sein, dass du an jemandem festhältst und deine Liebe auch zeigst, ja, deine Zuneigung, deine Sympathie, durchaus möglich. Und es ist wichtig, das heute eben zu tun. Ich wünsche dir viel Freude dabei und sag mal bis morgen.
schönen guten Tag, lieber Krebs. Wir befinden uns im Dienstag, den 13. April 2021 und wollen schauen, was für dich als Krebs heute vielleicht noch relevant und wichtig ist, worauf du achten solltest, was haben wir da für dich? 10 der Schwerter, über etwas hinwegkommen, fast überm Berg sein. 6 der Kelche, Vergangenheit, Nostalgie. Und wir haben die 4 der Münzen, du hältst an etwas aus der Vergangenheit sehr fest, was dir aber auch, ich sag mal, vielleicht nicht gut getan hat. Ja, deine Intuition in diesem Jahr sowieso gestärkt und großartig. Es ist vielleicht auch so, dass du aus der Vergangenheit oder in der Vergangenheit etwas erlebt hast, an was du dich erinnerst. Und deine Intuition lässt dich so ein bisschen darauf aufmerksam werden, warum hältst du denn daran fest? Vielleicht ist es Zeit, endgültig loszulassen. Überlege dir, was das sein könnte und wie du das am besten bewerkstelligen kannst, damit es dich nicht weiter belastet. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag mal bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Löwe. Wir sind beim Dienstag, dem 13. April 2021. Was haben wir für dich als Löwe? Worauf du aufmerksam gemacht wirst, was vielleicht wichtig ist. Was haben wir da? Kommunikation, 8 der Stäbe, sich austauschen oder Informationen auch sammeln. Aber wir haben die 8 der Schwerter. Du bist so ein bisschen in einem Gedankenkreisel gefangen, kommst da nicht so leicht raus. Wir haben den Hierophanten, es geht um Beziehungen oder um eine Firma. Der Hierophant, das sind Institutionen, ja. Und wir haben die 6 der Kelche. Also momentan heute sprichst du möglicherweise über etwas, wo du aus der Vergangenheit noch nicht schlau geworden bist, sagen wir es mal so. Vielleicht mit jemandem, der dir am Herzen liegt. Und vielleicht ist es eine Frage, wie siehst du das? Oder wie soll ich damit umgehen? Was soll ich davon halten? Es ist nicht schlimm, wenn du Vertrauen hast, kannst du diese Frage heute auf jeden Fall stellen. Es geht um etwas, was dir wichtig ist. Vielleicht auch in Bezug auf eine schon länger währende Beziehung oder auch einen Job, ja. Und da bist du heute so ein bisschen unklar oder haderst mit etwas, denke ich mal, oder ja, machst dir da ein bisschen extreme Gedanken. Und deswegen ist es besser, das lieber anzusprechen, als weiter in diesem 8 der Schwertern zu sein. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag mal bis morgen. Schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir haben Dienstag, den 13. April 2021 und schauen uns an, worauf dich die Karten aufmerksam machen oder was sie dir mitteilen wollen für heute. Was haben wir? 2 der Stäbe bedeutet vor einer Weggabelung sein. Das ist nicht so, dass der eine Weg besser ist als der andere, aber man kann nicht beide parallel gehen. Wir haben den Page der Schwerter, bedeutet Informationen sammeln oder weitergeben und sich Klarheit verschaffen. Also wirklich sachlich, klar und deutlich eine Entscheidung treffen. Und da haben wir die Liebenden. Es kann bedeuten, dass du aus Liebe eine Entscheidung triffst oder in Liebe eine Entscheidung triffst, dass vielleicht auch der eine Weg der richtige ist und der andere vielleicht nicht. Dazu brauchst du aber heute die richtigen Informationen oder das Gespräch mit jemandem, der dir am Herzen liegt. Das muss keine Liebesbeziehung sein. Es kann auch innerhalb der Familie sein. Also ich sage jetzt mal auch Menschen, die du liebst oder denen du Sympathie entgegenbringst, dass man da Klarheit schafft. Und ich denke auch offene Worte führt. Und das ist auch richtig so. Es ist sachlich, es ist nicht so gefühlvoll, aber es geht um jemanden, der dir am Herzen liegt. Und das solltest du heute in Angriff nehmen. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir befinden uns beim Dienstag, dem 13. April 2021. Und ja, schauen wir mal, was die Karten heute für dich haben, worauf sie dich aufmerksam machen möchten. Was haben wir für dich? Wir haben den Page der Stäbe. Der Page der Stäbe ist fokussiert auf seine Leidenschaft. Oder das kann im Job sein, es kann privat sein. Wir haben die 8 der Münzen, also ich denke eher Job. Du bist fokussiert auf etwas und du willst das Ganze erfolgreich machen mit der Krebsenergie des Wagens. Es ist eine Erfolgskarte, aber wir haben die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter kann bedeuten, dass du oder jemand anders sich durchmogeln möchte. Wichtig dabei ist, dass du
dir selber gegenüber ehrlich bist. Falls du es bist, ist dieser Erfolg gefährdet. Es ist aber auch so, dass jemand anderer vielleicht versuchen könnte, die Sache zu boykottieren. Beides möglich. Deswegen würde ich mal vom Fokus vielleicht ab und an mal aufschauen und mich umsehen, wo da vielleicht der Haken sein könnte oder die Person, die da interveniert. Wenn du das selbst bist, indem du bestimmte Dinge vielleicht einfach übergehst oder dich nicht kümmerst, kann das deinen Erfolg gefährden. Achte bitte darauf und dann wünsche ich dir viel Erfolg und sag mal bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Dienstag, dem 13. April 2021 und schauen, was die Karten dir heute sagen möchten, worauf sie dich aufmerksam machen oder worauf sie hinweisen. Was haben wir da für dich? Königin der Stäbe Feuerenergie ist optimistisch, kümmert sich um die Dinge, die Leidenschaften, die du in dir trägst oder die du voranbringen willst. Wir haben die 5 der Stäbe Wettbewerb. Wir haben ja die Gefahr momentan der Eifersucht. Pass auf, falls das dein Thema ist. Der Eremit, die Jungfraukarte, sagt, geh in dich und frage dich, woher dieser Wettbewerb oder diese Energie kommt. Es geht um Leidenschaft, das kann für den Job sein, das kann aber auch in Beziehungen sein. Wir haben die Königin der Kelche. Königin der Kelche ist Gefühl, sich kümmern um sein Gefühl. Königin der Kelche kann bisweilen aber auch dramatisieren. Da solltest du vorsichtig sein, falls deine Gefühle so ein bisschen Achterbahn fahren aufgrund dieser Wettbewerbssituation. Geh in dich und überlege, wo dieses Gefühl herkommt und kümmere dich darum, das zu klären, damit du adäquat in der Situation reagieren kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen. Schönen guten Tag, lieber Schütze. Wir sind beim Dienstag, dem 13. April 2021 und wollen schauen, was für dich als Schütze heute relevant und wichtig ist, worauf dich die Karten aufmerksam machen möchten. Das Ass der Kelche. Sich kümmern um sich selbst. Das Ass der Kelche muss erst gefüllt sein, wie gesagt, damit es nach außen gehen kann. Kümmern um sich selbst. Wir haben das Teamplay, also auch ums Team, liebevolle Energie. Und wir haben die 8 der Münzen. Also gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir uns unterstützen. Da haben wir die Gegenwehr, das ist die 7 der Stäbe. Kann bedeuten, dass du ein bisschen Widerstand leistest oder auch ein bisschen Widerstand spürst von außen im Bereich Arbeit, in dem Bereich. Und versuche durch deine Art, dich selbst um dich zu kümmern, dich zu stärken, dich nicht zu übernehmen erstmal, sondern eben im Team zu arbeiten und Widerstände erstmal zu betrachten. Jeder hat so seine eigene Agenda und das muss nichts mit dir zu tun haben, aber da ist ein bisschen Widerstand zu erwarten, in irgendeiner Form. Ja? Und da tolerant und erstmal zuhören und schauen, worum es denn eigentlich geht. In aller Liebe auf diese Dinge zu gehen. Ich wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Dienstag, dem 13. April 2021 und wir wollen sehen, was für dich heute die Karten haben, worauf sie dich aufmerksam machen möchten. Da ist der Page der Münzen. Mach langsam. Du kennst das, Pragmatismus, Erdenergie, ein Schritt nach dem anderen. Da haben wir die schnelle Energie. Es kann bedeuten, dass da irgendetwas passiert, vielleicht eine schnelle Reaktion nötig ist. Wir haben die 5 der Schwerter. Konfliktpotenzial. Also das ist für mich so ein Zeichen, bleib ruhig, hör dir an, was die Person oder Personen von dir wollen und zieh dich im Zweifelsfall zurück. Lass dich nicht auf Streitigkeiten oder lass dich nicht in so ein Drama reinziehen. Halt dich da raus. Das ist mein Credo, wenn du da nicht involviert bist. Und du kannst es dir anschauen, aber du musst dich nicht da involvieren. Halt dich lieber fern von irgendwelchen Streitigkeiten. Dann hast du damit auch nichts zu tun. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Schönen guten Tag, lieber Wassermann. Wir sind beim Dienstag, dem 13. April 2021 und wollen schauen, was heute die Karten für Hinweise haben für dich. Was haben wir für den Wassermann?
Obsession. Obsession ist die Übertreibung in jeglicher Form, bedeutet zu viel essen, zu viel trinken, zu faul sein, wie auch immer. Das kann Verschiedenes bedeuten. Abwägen, ob es angebracht ist oder nicht. Und wir haben den Erfolg. Okay. Wir haben da aber auch den Wettbewerb. Also, ich habe den Eindruck, dass du heute entscheiden musst, ob du dich für eine Sache wirklich einsetzt, ob du vielleicht, ja, vielleicht auch dich davon fernhältst. Das ist natürlich dir überlassen. Wenn du einen Erfolg erzielen willst, dann brauchst du ganz viel Energie und Kraft, dich da zu involvieren. Und das musst du heute abwägen, ob du das möchtest oder ob du verzichtest. Ja? Also wenn, dann ist das ein nicht leicht erreichter Erfolg, sondern einer, bei dem du dich richtig reinhängen musst. Ich wünsche dir in jedem Falle viel Erfolg und sag mal bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind beim Dienstag, dem 13. April 2021 und wollen schauen, worauf dich die Karten heute aufmerksam machen möchten. Und lass uns schauen, was da drin ist. Wir haben 5 der Schwerter, Konfliktpotenzial, wobei Konflikt ja nicht immer sich an die Gurgel gehen heißt, sondern Dinge bereinigen, die nicht gut laufen. Wir haben die Veränderung, Konflikt sorgt für Veränderung. Und wir haben die 9 der Stäbe, du gibst nicht auf, sollst dich aber natürlich nicht verausgaben. Das heißt, Gemach, ein Schritt nach dem anderen. Je ruhiger, entspannter, ich sage jetzt mal, es geht sicherlich um etwas. Wichtig ist, dass du dich nicht verausgabst, zu sehr reinhängst, dass es dich komplett die Energie kostet. Die Veränderung durch den Konflikt ist da und es ist wichtig, dass du die Ruhe bewahrst. Das ist wichtig. Und natürlich auch beobachtest, ganz genau beobachtest, bevor du selbst dich involvierst bzw. dich hier mit den 9 der Stäbe verausgabst. Alles wird gut, wenn du ruhig bleibst. Ich wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen.